Liebes Hollywood, du musst jetzt ganz tapfer sein, denn jetzt kommt Konkurrenz aus OWL. Gedreht wurde ohne Fördergelder und ohne Hilfe eines mächtigen Studios. Gute Schauspieler, gutes Thema und wie man hier sieht, auch gute Bilder. Ich habe selten so viel Liebe und Leidenschaft erlebt von Filmemachern. Dabei ist Phantomschmerz erst der dritte Kinofilm in Deutschland, der über so eine Internet-Sammelaktion finanziert wurde. Ein Budget für den Film von 35.000 Euro. Ich glaube, in Hollywood zahlen sie davon das Catering. Wie kann man damit einen Film auf die Beine stellen? Gute Frage. Das so, letztendlich wissen wir das auch nicht so genau. Der hat mich, weiß nicht wie viel, 20, 30 Klappen manchmal, weil er es eben perfekt hinkriegen wollte. Ja klar. Und es war schon manchmal nervend, aber auf der anderen Seite sagte man sich, nee, so muss es eigentlich sein. War bestimmt nicht einfach. Der Film sieht so atmosphärisch und dicht aus wie ein Tatort. Gedreht wurde fast ausschließlich in Ostwestfalen. Phantomschmerz war jetzt unser erster Spielfilm. Und wir haben uns einfach gedacht, okay, jetzt haben wir wieder eine Kurzfilmidee, wir wollen einfach mal den nächsten Schritt gehen. Das muss ich dazu sagen, die haben jetzt auch eine Premiere im Zoopalast in Berlin, organisiert selber alles. Also die hatten ja da keine Unterstützung von außen. Die kämpfen da um jeden Meter, um den Film nach vorne zu bringen.